Kann das sein? Mein Name ist Tsuyoshi Nakajima. Ich bin ein ganz normaler Zweitklässler in der Highschool. Ich habe keine Freunde und verbringe meine Zeit in der Klasse mit Bücherlesen. Aber ich habe 16 Jahre lang einsam vor mich hingelebt. Ist meine Zeit für die große Liebe endlich gekommen? Eines Tages öffnete ich wie üblich meinen Schuhschrank und fand etwas, das nicht reingehörte. Ein Liebesbrief? Auf den ersten Blick sah es wie ein Liebesbrief aus, aber als ich sah, wessen Name auf dem Umschlag stand, beruhigte ich mich wieder. Oh, nur ein Scherz. Guten Morgen, Fräulein Kurashiki. Kurashiki-san, soll ich Ihre Tasche halten? Guten Morgen. Und nein, musst du nicht. Das ist Yuzuka Kurashiki. Sie ist die Tochter des Vorsitzenden der Kurashiki-Firmengruppe. Sie hat ausgezeichnete Noten, ein hübsches Gesicht und eine Topfigur. Sie ist der typische Prinzessinnen-Typ, die aussieht, als wäre sie direkt einem Manga entsprungen. Jeden Tag, wenn sie in die Schule kommt, wird sie von Jungs umschwärmt. Und ich habe gesehen, wie sie mindestens einmal pro Woche um ein Date gebeten wurde. Ein Mädchen wie sie würde mir nicht mal einen Brief schreiben, selbst wenn die Hölle zufror. In dem Brief stand, dass wir uns hinter dem Schulgebäude treffen sollten, wenn der Unterricht vorbei war. Aber ich würde auf keinen Fall auf so einen offensichtlichen Streich hereinfallen. Also warf ich den Brief in den Müll und bin nicht zu dem vereinbarten Treffen gegangen. Gerade als ich dachte, meine erste Liebe hätte begonnen, endete sie als dummer Streich. Ich hatte den Liebesbrief schon ganz vergessen. Als ich am nächsten Tag wie üblich zur Schule ging, sah ich Kurashiki in einer bedrohlichen Haltung neben meinem Sitzplatz stehen. Nakajima, kann ich dich nach der Schule sprechen? Hä? Warum? Das sag ich dir später. Sieh zu, dass du kommst. Ich verstand nicht, was los war, aber ich ging trotzdem und traf mich mit Kurashiki hinter der Schule. Du bist also endlich gekommen, Tsuyoshi Nakajima. Ja, wie du es wolltest. Was gibt's denn? Ist das jetzt dein Ernst? Du hast den Brief in deinem Schuhschrank doch gelesen. Ich habe auf dich gewartet. Warum bist du nicht aufgetaucht? War das nicht nur ein Scherz? Warum sollte das ein Scherz sein? Es war ein normaler Brief mit der Bitte um ein Treffen. Aber niemand würde denken, dass du dich mit mir treffen willst. Außerdem, ich hätte nicht gedacht, dass ein Mädchen sowas mit so einer schlampigen Handschrift schreibt. Es war schlampig und aber gleichzeitig zu schwulstig. Ich dachte, es wäre 100% ein Scherz. Was? Obwohl ich stundenlang überlegt habe, was ich schreiben soll? Hast du was gesagt? Nein, es ist nichts. Gestern mag ein Reinfall gewesen sein, aber heute bist du ja gekommen. Ich komme direkt zur Sache. Geh mit mir. Ernsthaft? Freust du dich nicht, dass ich dich frage? Was soll diese selbstherrliche Haltung? Ich habe das Gefühl, dass du dir sicher bist, dass ich dich gar nicht abweisen kann. Tut mir leid, aber ich werde nicht mit dir gehen. Wie bitte? Warum nicht? Ich habe dir gerade gesagt, dass du mit mir ausgehen darfst. Du hast doch keine Freundin, oder? Habe ich nicht, aber mit dir gehen? Also dann, ich gehe dann mal. Hey, warte! Was ist nur los mit ihm? Ich werde ihm nie verzeihen, dass er mich abblitzen ließ. Eine Woche war vergangen, seit Kurashiki mich um ein Date gebeten hatte. Danach begann sie mir zu folgen. Mama, was macht das Mädchen da? Psst, sieh nicht hin. Was macht sie da? Hey, Kurashiki, was zum Teufel machst du da? Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Mein Name ist Kurajima. Wenn du schon versuchst, mich auszutricksen, dann wähl wenigstens einen anders klingenden Namen. Außerdem möchte ich, dass du aufhörst, mir in der Schule zu folgen. Obwohl das immer noch besser ist, als mir hier draußen zu folgen. Du bist nun mal einfach zufällig da, wo ich auch hingehe. Mein Stalker, der mir auf dem Weg zur Schule und in der Schule folgt, war mir schließlich die ganzen Sommerferien über gefolgt. Endlich Sommerferien. Kurashiki wird mich unmöglich stalken, wenn keine Schule ist, oder? Ich verstehe ja, dass Sommerferien sind, aber du faulenzt zu viel herum. Ab und zu muss man eben auch eine Pause machen. Das ist es nicht. Wenn du nichts zu tun hast, geh für mich Eis kaufen. Das ist Mina Nakajima. Sie ist meine große Schwester und sie lässt mich für sie schuften, seit wir klein sind. Wegen ihr habe ich alle Aufgaben zu Hause übernommen. Kochen, putzen, Wäsche waschen, was auch immer. Ach ja, du müsstest ab heute übrigens für eine Woche von hier verschwinden. Hä? Wovon sprichst du?
Na, du weißt doch, dass ich Mitglied im Cosplay-Club in meiner Uni bin, oder? Die anderen Mitglieder werden hier Kostüme machen. Was hat das damit zu tun, mich aus dem Haus zu schmeißen? Sie werden eine Woche lang hierbleiben und jede freie Minute in der Herstellung von Kostümen stecken. Sie können die Kostüme doch einfach in deinem Zimmer machen. Ich komme sowieso kaum aus meinem Zimmer, also werde ich ja nicht stören. Das geht nicht. Wir benutzen Nähmaschinen, also brauchen wir Platz. Wir werden dein Zimmer für Gepäck und Müll benutzen, also bist du im Weg. Du bist echt eiskalt. Wie auch immer, mach hin und hau ab. Sie werden in 2 Stunden hier sein, also bereite besser deinen Auszug vor. Ich dachte erst, es wäre ein Scherz, aber ich wurde wirklich rausgeschmissen. Alter Falter, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Freunde. Eine ganze Woche? Das ist unmöglich. Ich begann ohne Ziel umherzuirren. Dann kamen mir ein paar vertraute braune Locken entgegen. Was für ein Zufall! Von wegen Zufall. Jemand wie du würde hier nicht alleine herumlaufen. Vergiss solche kleinen Details. Die sind alles andere als klein. Du bist mir definitiv wieder am Hinterherstalken. Wie auch immer. Was viel wichtiger ist, was machst du mit dem ganzen Zeug? Naja, meine Schwester hat mich aus dem Haus geworfen. Das ist hart. Soll ich dir helfen? Nein, wenn ich dich um Hilfe bitte, habe ich das ungütige Gefühl, dass danach etwas passiert. Es gibt nichts Teureres als etwas Kostenloses, wie man so schön sagt. Oh, du kennst ja interessante Sprichworte. Aber in diesem Fall, lass mich dir doch helfen. Menschen sollten sich in schwierigen Zeiten gegenseitig helfen. Kurashiki nahm ihr Telefon heraus und rief jemanden an. Ja, das Gespräch lief wie geplant. Also komm schnell. Und scheut keine Mühen bei den Vorbereitungen. Das geht so in Ordnung. Verzeihen Sie, dass Sie warten mussten, Fräulein. Dankeschön. Was ist das für ein überlanges Auto? Hast du ein Problem damit? Je länger das Auto ist, desto einschüchterner ist es, oder? Und jetzt steig ein. Ich stieg schließlich zusammen mit Kurashiki in das Auto ein. Wo zum Teufel bringst du mich hin? Ist das nicht offensichtlich? Naja, wir sind gleich da. Hey, warte. Kann es sein, dass das hier... Das wird dein Zuhause für die kommende Woche sein. Nein, nein, nein. Warte mal. Was? So überraschend kommt das nun auch wieder nicht. Wer zur Hölle wäre bei sowas nicht überrascht? Willkommen zu Hause, Fräulein. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Bitte fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Sehr gut, danke. Nein, das ist völlig abgedreht. Wie kann es sein, dass alle Vorbereitungen bereits getroffen sind, obwohl du erst vor ein paar Minuten angerufen hast? Unterschätze die Familie Kurashiki nicht. Während ich noch komplett verwirrt war, wurde ich von einem der Bediensteten in ein Zimmer gerufen. Wenn Sie etwas brauchen, zögern Sie nicht zu fragen. Ja, danke. Das Zimmer ist unglaublich. Es ist 5-mal so groß wie mein Zimmer. Oh Mist, was soll ich mit dem Essen machen? Meine Optionen sind, mir entweder etwas Einfaches im Supermarkt zu besorgen, oder ich kaufe mir Zutaten im Supermarkt und leihe mir Kurashikis Küche. Ein paar Stunden waren vergangen, als es plötzlich an der Tür klopfte. Nakajima, das Essen ist fertig. Hä? Ich wollte mir eigentlich etwas im Supermarkt holen. Ist es okay, hier zu essen? Natürlich ist es das. Du bist ein Gast. Oh, danke. Wie auch immer. Wie ist das Zimmer? Es ist so luxuriös, dass ich ganz nervös bin. Warum? Du wirst eine Woche hierbleiben. Also gewöhn dich besser schnell daran. Ja, ich werde mein Bestes tun. Aber was noch wichtiger ist, kann ich wirklich eine Woche bleiben? Muss ich dafür bezahlen? Ich brauche dein Geld nicht. Wir haben sowieso viel zu viele leere Zimmer. Also, lass uns essen. Wow, das sieht super lecker aus. Vielen Dank für das Essen. Bitte hau rein. Das war wirklich gut. Es waren all meine Lieblingssachen dabei. Hast du einen Koch? Ich muss mich bei ihm bedanken. Ach, das ist nicht nötig. Warum nicht? Sie haben ein so köstliches Essen zubereitet. Ich würde Ihnen zumindest danken wollen. Kochen ist ein ziemlich harter Job. Nicht wirklich. Was ich gerade gehört habe, ist mehr als genug. Moment, willst du mir sagen, der Koch bist... Ich. Wirklich? Du bist wirklich gut im Kochen. Ich hätte nicht gedacht, dass du Gerichte wie Fleisch und Kartoffeln und gegrillten Fisch machst. Das würde man wohl denken, ja. Normalerweise koche ich solche Gerichte auch nicht. Ich koche hauptsächlich westliche Gerichte. Ich habe dieses Mal Gerichte gekocht, die deinem Geschmack entsprechen. Alles sollte nach deinem Geschmack sein. Also habe ich alles weggelassen, was du nicht magst. Woher weißt du das alles? So gut kennen wir uns doch gar nicht.
Das Informationsnetzwerk meiner Familie hat einen Überblick über die Vorlieben des ganzen Landes. Und das ist praktisch, weil? Naja, hier war es doch gerade praktisch, oder nicht? Deine Familie ist echt unheimlich. Mach uns besser nicht zu deinem Feind. Ja. Das war nur ein Scherz. Ich weiß nur über dich Bescheid, Nagajima. Hä? Ein Scherz? Ich bin nicht gut in solchen Dingen, also sage ich es ganz offen. Ich mag dich und innerhalb dieser Woche bringe ich dich dazu, dich in mich zu verlieben. Ich bringe dich dazu, mich zu mögen. Du wirst schon sehen. Das Essen war so köstlich, dass ich meine Meinung über sie schon geändert hatte. Aber damit hat sie es soeben wieder ruiniert. Ich sollte in einem Manga-Café übernachten. Nein, du sitzt die ganze Woche hier fest. Ich meine, so eine Chance zusammenzuleben gibt es kein zweites Mal. Du kannst sogar Geld sparen. Es ist perfekt. Ich habe das Gefühl, gerade etwas Unheimliches gehört zu haben. Aber wie Kurashiki sagte, muss ich dann Geld ausgeben. Und wenn ich darüber nachdenke, kann ich nicht in einem Hotel oder Manga-Café übernachten, da ich unter 18 Jahre alt bin. Gut, meinetwegen, ich bleibe eine Woche lang hier. Ja, das ist besser so. Und so habe ich mein seltsames Zusammenleben in Gefangenschaft begonnen. Es blieb immer noch ein Rätsel, woher sie meine Lieblingsspeisen kannte, aber wir plauderten hier und da und so verging die Woche, in der wir zusammen wohnten, wie im Flug. Manchmal verhielt sich Kurashiki jedoch äußerst leichtsinnig. Nagajima, ich bringe die Wäsche in die Reinigung, also gib mir deine schmutzigen Klamotten. Das geht nicht. Du wirst doch bestimmt daran riechen, bevor du sie in die Reinigung bringst. Was willst du damit sagen? Ist es nicht eine Selbstverständlichkeit? Es wäre Verschwendung, sie zu waschen, ohne vorher daran zu riechen. Dreh den Spieß nicht um. Diese Tage voller Aufregung gingen weiter. Und ehe ich mich versah, wohnten wir schon 6 Tage lang zusammen. Kurashiki, ich werde heute kochen. Oh, danke. In dem Fall hätte ich gerne geschmorte Makrele in Sojasauce. Oh, du magst also auch gewöhnliche Gerichte. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, es ist schon eine Weile her, dass ich das gegessen habe. Irgendwie habe ich Appetit darauf. Außerdem kannst du gut Makrele kochen, oder? Ja, wegen meiner crazy Schwester und weil meine Eltern beide arbeiten, habe ich schon als Kind kochen gelernt und bin ziemlich gut darin. Und Makrele ist meine Spezialität. In der Schule habe ich das aber nie jemandem erzählt. Ja, das stimmt. Ich bin die Einzige in der Schule, die das weiß. Hey, Kurashiki, ich fahre morgen nach Hause. Kann ich dich etwas fragen? Ja, was denn? Um ehrlich zu sein, ich bin wirklich froh, dass du gesagt hast, dass du mich magst. Aber ich verstehe nicht, warum du so weit gehst, um mich dazu zu bringen, dich zu mögen. Und wo wir schon dabei sind, erklär mir bitte, warum du so viele Details über mich weißt. Na gut, ich werde es dir sagen. Aber wehe, du lachst. Werde ich nicht. Weil du nett warst. Hä? Ich mochte dich, weil du nett warst. Ist das schlimm? Tut mir leid, ich habe nicht die geringste Ahnung. Du weißt das wahrscheinlich nicht, aber du warst ziemlich beliebt bei den Mädchen. Während des Kochkurses hast du den Mädchen, die schlecht kochen konnten, geholfen, ohne es an die große Glocke zu hängen. Und du hast die Initiative ergriffen und beim Putzen geholfen, richtig? Ja, kann sein. Ich habe das Gefühl, das lag einfach daran, dass ich schlecht im Reden bin und deshalb nichts gesagt habe. Du sahst viel cooler aus als die oberflächlichen Typen, die mich nur wegen meines Aussehens um ein Date fragen. Verstehe, danke. Ja, aber du hast mich zurückgewiesen. Hängt das irgendwie zusammen? In meinem bisherigen Leben war ich noch nie schlecht in irgendetwas. Und als du mich zurückgewiesen hast, war ich geschockt. Also habe ich mich nur noch mehr in dich verliebt. Aber die Mädchen, denen du im Kochkurs geholfen hast, haben dich immer wieder gelobt. Also dachte ich, wenn du so weitermachst, werde ich mir ein anderes Mädchen wegschnappen. Also geriet ich in Panik und die Dinge eskalierten. Und das ist jetzt das Ergebnis von allem. Ich verstehe. Deshalb hat sie mich gestalkt und kannte meine Lieblingsspeisen und die ganzen Details über mich. Ich habe das schon vor einer Woche erzählt. Also weißt du es ja schon. Aber ich habe eine Schwester. Da sie mich seit meiner Kindheit nervt, komme ich mit eigensinnigen und aufdringlichen Mädchen nicht gut klar. Tut mir leid. Deshalb habe ich dein direktes Geständnis zurückgewiesen. Ich dachte, du wolltest mit mir ausgehen, damit du mich herumschubsen kannst. Das ist... Mir ist jetzt klar, nachdem ich dir zugehört habe, dass ich falsch lag. Du hast meine guten Seiten erkannt und mich deshalb um ein Date gebeten. Richtig? Ja. Ich danke dir. Ich habe nicht so viel Selbstvertrauen, also kann ich dein Geständnis nicht sofort annehmen. Aber können wir erstmal als Freunde anfangen? Ja, das würde ich sehr gerne tun. Danke.
Nun, ich werde dann mal die Makrele zubereiten. Ich helfe. 2 Monate waren seitdem vergangen. Yuzuka und ich waren zwar kein Paar geworden, aber wir waren mehr als nur Freunde. Kommst du heute wieder vorbei? Ja, ich komme vorbei. Oh, Yuzuka-chan, du bist es. Sieht aus, als wäre alles gut gelaufen. Ja, dank dir. Wovon redet ihr? Also ehrlich gesagt... Ich fand heraus, dass der Grund, warum meine Schwester mich aus dem Haus geworfen hat, Teil eines Plans gewesen war. Ein Spion in meinem eigenen Haus. Kein Wunder, dass Kurashiki zufällig genau dann vor unserem Haus stand. Tut mir leid. Naja, ist schon in Ordnung. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich nie erfahren, was Kurashiki wirklich empfindet. Du kannst mich Amor nennen. Dir werde ich aber nicht vergeben. Warum nicht? Du hast mich bestimmt nur deshalb rausgeschmissen, weil du es lustig fandest. Ja, das war definitiv einer der Gründe dafür. Gib deiner Schwester nicht die Schuld. Sie hat es für mich getan. Seid ihr schon beste Freundinnen, oder was? Es scheint, als hätte mein Leben eine weitere willensstarke Frau hinzugewonnen. Oh Mann.